Herzlich willkommen. Wir sind heute in einem anderen Format unterwegs, kein Roundtable und auch kein Podcast, wo ihr nur meine Stimme seht. Ihr seht heute den Scotty und den Dennis in einem Dialog. Und zwar stellen wir euch heute eine sehr, sehr interessante Geschichte und eine sehr interessante Firma vor, denn die hat es so in der Art und Weise in Deutschland so noch nicht gegeben. Auch mit der Idee ist Scotty einzigartig unterwegs. Deswegen freut es mich, mit dir heute hier an einem digitalen Tisch zu sitzen. Und ja, Scotty, stell dich doch einmal bitte mal kurz vor. Hallo, ich bin Scotty Stahl. Auf der militärischen Seite ist es so, ich bin oberster Reserve, bin Mob eingeplant bei der deutsch-französischen Brigade, spiele dort den Chef des Stabes. Zivil habe ich 3 abgeschlossene Masterstudiengänge, war lange Zeit tätig als Geschäftsführer im Krisenmanagement und aus diesen beiden Dingen raus habe ich dann die Selbstständigkeit entwickelt, die Firma Stahl Consulting, Coaching und Training und daraus hat sich eben die Idee entwickelt, auf die Dennis jetzt anspielt. Wir reden also von der Idee TAF, Tigerland Action Force. Und wie kamst du zu dieser Idee, die Tigerland zu gründen oder diese Idee in die Wirklichkeit umzusetzen? Ja, also für mich ist ja so wie ich gerade erklärt hatte, ich habe ja diese 2 Seiten in meinem Leben erlebt. Und jeder, der beim Militär war oder bei der Polizei war, der weiß, dass sowas natürlich sehr, sehr stark prägt. Auf der anderen Seite habe ich diese Geschäftswelt erlebt. Ich hatte gerade gesagt, Geschäftsführer im Krisenmanagement, in dem man ja auch sehr, sehr starke Emotionen hat, viele Dinge dann einfach erlebt. Und ich habe immer schon so ein bisschen berufsbegleitend so Leadership-Training und Teambuilding-Maßnahmen gemacht. Dazu habe ich mich natürlich so ein bisschen des militärischen Rollenspiels bedient, bisschen Bootcamp, bisschen Paintball, so diese Ideen. Und als ich dann wieder mal Geschäftsführer im Krisenmanagement war, etwa 100 Leute Personal hatte, dort wieder mit eiserner Hand regiert habe, dort viele Dinge aus der Vergangenheit erledigt habe, Menschen entlassen habe, restrukturiert, reorganisiert habe, habe ich für mich einfach gesagt, nachdem ich dort wieder mal, nachdem ich den Job erledigt hatte, dann gesagt habe, okay, super Arbeit, Scotty, aber danke, das war's. Habe ich gesagt, okay, Scotty, geh mal mit dir in Klausur, was möchtest du machen? Und dann habe ich gesagt, ja, was mich eigentlich immer gereizt hat, war diese Idee meiner militärischen Erfahrungswelt und der zivilen Businesswelt einfach miteinander zu verschmelzen und zu sagen, das ineinander fließen zu lassen. Daraufhin habe ich mit der Firma Stahl Consulting die Idee der Tigerland Action Force gegründet und das ist so eine Idee gewesen, zu sagen, lass uns mal Bootcamp im militärischen Stil durchführen, entweder für Firmen rein als Incentive oder auch Geburtstagsüberraschung, Junggesellenabschiede, aber vor allem mit dem High-End-Ziel zu sagen, Teambuilding-Maßnahmen und Leadership-Training und das zu verprofessionalisieren. Hast du keine, weil wenn wir jetzt mal in die USA blicken, ist das ja ein Business-Konzept, was in den USA wirklich läuft, wo wirklich auch der Zuspruch da ist. Hattest du Bedenken, dieses in Deutschland durchzuführen? Gab es da Schwierigkeiten? Ja, für mich war natürlich die Geschichte so, dass ich gesagt habe, alles, was mit Militär zu tun hat, zieht unter Umständen komische Figuren dann an. Das zieht unter Umständen Waffennahen an, Militariernahen oder Menschen, die weit über das normale, demokratische, konservative Verständnis hinausgehen. Und das war eine gewisse Sorge, die ich hatte. Ich habe da aber von Anfang an klare Linien auch gefahren. Und wer bei uns auf die Homepage geht, Tigerland Action Force, der sieht auch sofort, dass ich sage, ganz klare Message, wir haben Männer und Frauen da, wir haben divers da, ja, wir haben Transgender da, wir haben Schwule in unseren Reihen. Wir haben Menschen mit unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen Hautfarben, unterschiedlichen Pässen. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, nachdem ich das klar gemacht hat, war für mich auch immer so, dass ich sage, ich habe noch nie irgendwo erlebt, aber in meinem Dunstkreis, dass irgendwo mal die Situation auftrat, dass da jemand zu sehr im rechten Winkel war. Und das möchte ich auch ganz klar sagen, wir brauchen niemanden von der braunen Soße. Mein Team und ich sind fest verwurzelt in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das ist für mich die Basis. Das war das Einzige, bei dem ich ein bisschen Sorge hatte. Aber das hat sich jetzt nach all den Jahren gezeigt, dass das überhaupt kein Problem ist, weil wir wohl deutlich genug die Signale dann auch setzen. Ich freue mich auch jetzt schon an den Personenkreis, der jetzt das Video bei YouTube schon wegklickt aufgrund dieser Aussage. Das heißt also ab dem Zeitpunkt jetzt haben wir dann wahrscheinlich auch das Publikum, was wir haben wollen. Das freut mich, dass wir das direkt am Anfang klar gemacht haben, dass dann direkt mal die Klickzahlen, zack, okay, Video brauche ich nicht, interessiert mich nicht, weil wir genau solche Leute natürlich nicht haben wollen. Warum rede ich von wir? Wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Ich hatte, wann war das Bootcamp das erste Mal? 4, 5 Jahre her? Ich denke, das war damals, als du teilgenommen hast, 2014 oder 15, muss das 2014, sein. 15 war das. Da hatte ich auch durch Social Media bin ich darauf aufmerksam geworden und dachte mir, Bootcamp, 25 Stunden lang, nicht schlafen, nichts essen, richtig? Da war noch nichts mit Essen. Trinken war ja, aber wurde immer wieder aufgefüllt und hat das natürlich das Gewicht im Rucksack nicht nachlässt. Da dachte ich mir, komm, das machst du. Da hast du Bock drauf, probierst du dich mal aus, 25 Stunden. Da war ich auch noch was jünger, ein paar Jährchen. Und ich habe ja auch einen behördlichen Hintergrund, aber ich denke, das sollten die Leute mittlerweile wissen, die den Kanal hier verfolgen und mich auf Social Media. War eine sehr runde Sache. Es war
worauf lasse ich mich ein? Ja, steht ein Mensch vor mir mit einem schönen, hübschen Hut, den kein anderer hat oder den viele haben wollten. Ich kann mich noch an die eine Dame erinnern, an diese Sportfanatikerin, die den Hut unbedingt haben wollte. Aber diesen Hut hattest nur du. Und dann standen wir dann da und dann warst du ab der ersten Sekunde on top, auf Strom, laufen, Gepäcklauf. So diese ganzen Geschichten mit 25 Stunden, die auch nur einer richtig absolviert hat, zwar nicht alle Aufgaben erfüllt hat, aber war eine richtig harte Geschichte. Und da denkt man sich, muss ich das nochmal haben? Breche ich den Kontakt zu Scotty direkt ab, weil du keinen Bock mehr hast? Oder nein? Und siehe da, du hast da schon sehr viele Menschen rekrutiert, die an deiner Seite geblieben sind oder die sich immer noch für die TAF auch interessieren. Woher kommt dann dieser Punkt, die Geschäftsidee, die dich jetzt umtreibt? Kannst du mal das umschreiben? Ja, ich hatte natürlich den Vorteil dadurch, dass ich lange Zeit als Geschäftsführer tätig war, auch einige Jahre in Afghanistan als Contractor war und immer wieder auch als Reservedienstleister bei der Bundeswehr Dienst gemacht habe, dass ich meine Selbstständigkeit gut querfinanzieren konnte. Ich musste also keine Aufträge annehmen, auf die ich keine Lust hatte. Ich konnte erst mir raussuchen und habe mich verschiedentlich ausprobiert. Also das Bootcamp, an dem du mich kennengelernt hast, das war so die Idee, eine sportliche und mentale Herausforderung für diejenigen zu bieten, die immer schon mal alles gemacht hatten. Also ich hatte Triathleten dabei, Marathonläufer, Militärs, die sehr, sehr viele Speziallehrgänge besucht hatten, Polizisten, die auch sehr, sehr weit ausgebildet waren und, und. Dann später haben wir auch probiert zu sagen, wie ist es mit Jugendcamps? Können wir Jugendliche, die ihre Probleme haben, dann auch dementsprechend weiterentwickeln? Da war der Ansatz mit Firmen, das, was ich schon angesprochen habe, Leadership-Training, Teambuilding. Dann natürlich diese ganze breite Palette an Gruppen und Organisationen, die das einfach spaßeshalber mal erleben wollen. Aber es war für mich nie ganz rund, es hat nie ganz gepasst. Entschuldigung. Und da war für mich dann der Punkt, dass ich sagen kann, okay, wo können wir nochmal eine ganz andere Motivation herholen? Und bedingt durch meine Tätigkeit bei der Bundeswehr habe ich natürlich die Situation auch kennengelernt, die ja alle Firmen weltweit haben und alle Armeen der Welt natürlich auch haben, zu sagen, ja, es ist überall Personalmangel. Der Personalmangel besteht natürlich dann auch, wenn ich auf eine Übung gehe. Und auf einer Übung ist es ja so, dass ich auch dementsprechend einen Gegner brauche. Und diese Gegner sind natürlich nicht immer unter Umständen die allermotiviertesten. Jeder, der selber bei der Armee war, der kennt das. Ja, wenn du zum Feindkommando bestimmt bist, dann hast du sehr, sehr enge Regeln. Du hast eine Hauptmarschrichtung, linke, rechte Grenze, in der du dich wenig bewegen kannst. Und die sogenannte Truppe Rot, der Feind, muss natürlich auch verlieren, dass die Truppe Blau auch dementsprechend ein Erfolgserlebnis hat. Und das macht keinem so richtig Spaß. Da ist auch nicht wirklich die Motivation dahinter. Und da erschien für mich eine Marktlücke, in der ich gesagt habe, Moment, diese Lücke könnte ich füllen, da ja etwa 4/5 meiner Mannschaft tatsächlich aus auch aktiven und ehemaligen Militärs und Menschen, die irgendwo in der Exekutive waren, Polizisten, Justiz und dergleichen waren. Diese Lücke könnten wir unter Umständen füllen. Und da habe ich seit 2019 dran gearbeitet, dieses Konzept verschiedenen europäischen Armeen, NATO-Armeen vorzustellen und zu sagen, wir könnten diese Lücke dann füllen. Und ja, letztes Jahr hat das erste Mal richtig gegriffen. Das bedeutet, und ich kann dir aus behördlicher Erfahrung sagen, auch ich war in der Behörde, beim BKA, Bundeswehr oder auch bei der Bundespolizei, öfters mal Feindkommando. Das heißt, wenn wir Ausbildungsvorhaben hatten, egal in welche Richtung es ging, musste das Feindkommando oder diese ganzen Rollenspiele aus den eigenen Reihen bestimmt werden. Das heißt, du hast auch diverse Ausbildungsvorhaben nicht mitlaufen können, hast vielleicht diverse Punkte auch verpasst, weil nun mal dieser Aspekt da war, wir müssen ja Feindkommando stellen, wir müssen diese Force-on-Force-Action haben und das ist natürlich uncool, weil man will ja immer auf der anderen Seite auch stehen. Gerade wenn du für eine Armee tätig bist, möchtest du ja nicht andere Klamotten tragen, sondern du willst ja eigentlich mit deinen Kolleginnen, Kollegen, Kameradinnen, Kameraden an einer Seite kämpfen und nicht der Feind sein. Daher kann ich deine Motivation absolut verstehen. Das hat nie wirklich richtig Spaß gemacht, weil es ist natürlich so, du weißt, wofür du eingekauft wirst und am Ende des Tages bist du halt nie der Gewinner, weil, ne, wie du es gerade gesagt hast, die Armee oder die Polizei muss natürlich mit einem guten Gefühl vom Platz gehen. Und dann kam Corona mit deiner Idee. Wie sehr stark hat dich das ausgebremst? Also für mich selbst als Geschäftsmann hat es mich nicht ausgebremst, weil ich natürlich an der Businesslinie sauber festgehalten habe, viel variable Kosten, aber wenig fixe Kosten. Von daher war das natürlich dann nicht ganz so schlimm für mich, aber es hat mich natürlich insofern komplett auch ausgebremst, weil ich eben nicht die Situation hatte, zu sagen, ich kann mich dann, auch wenn wir immer im Freien sind, dann einfach treffen. Und ich habe da auch sämtliche Regeln dann eingehalten, habe tendenziell, auch in so einem schwammigen Bereich war, die Aktion eher abgesagt, sodass es mich dann natürlich massiv gebremst hat, dass es dann einfach nicht möglich war, dementsprechend zu trainieren, Auswahlverfahren durchzuführen und natürlich auch keine Kundentermine dann wahrnehmen.
Aber 2021 hat es das erste Mal geklappt, aus dem Grund raus, weil wir auch klar sicherstellen konnten, dass wir sagen, okay, wir haben unsere Mannschaft komplett geimpft und oder durchgetestet und wir agieren nur im Freien. Und wir haben natürlich dann auch mit der Truppe Blau, die NATO-Armee, für die wir gearbeitet haben, keinen direkten Kontakt, weil natürlich auch die Kampfentfernungen dementsprechend groß sind, sodass wir weit, weit über die 1,5 Meter Entfernung liegen. Jetzt hab ich natürlich, wir haben ja ein solches Projekt vor kurzem durchgeführt. Und was mich natürlich auch überrascht hat und was für dich wahrscheinlich auch viel Aufwand und Kraft gekostet hat, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich interessiere mich dafür, ich habe aber keinen Rucksack, ich habe dies nicht, jenes nicht. Und ich, ah Scotty, ich würde gerne, aber mir fehlt so dieses Drumherum. Und das hat mich verwundert, weil man kann nackig zu dir kommen, komplett. Und du sorgst dafür, dass die Person optisch von den Klamotten her und vom Equipment her alles bekommt, was es braucht. Wie kamst du dazu, dir dieses Ganze drumherum so aufzubauen? Weil Kosten, das darf man ja nicht vergessen, das hat alles richtig Kohle gekostet und du hast auch nicht gerade das Günstigste vom Günstigsten genommen. Was motiviert dich, dieses drumherum so aufgebaut zu haben, dass du es jetzt auch dann durchführen kannst, sodass die Leute halt fast nackig zu dir kommen können? Ja, es hat sich für mich einfach auch gezeigt, dass ich sage, für mich der entscheidende Punkt ist, ich brauche Engagement. Ich brauche engagierte Menschen, die mir ihre Zeit auch schenken, die mir ihre Zeit geben und nicht ihr Geld. Darum geht es mir nicht. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, ja, da war eine mehrfache Motivation dahinter. Zum einen ist es natürlich so, wenn ich ein sauberes Bild abgeben will, brauche ich die Menschen uniform. Ich brauche sie gleich aussehend. Das kann ich natürlich nur dann sicherstellen, indem ich zum einen vorschreibe und bei uns ist alles Oliv, dieses Oliv kommt aus verschiedener Motivation heraus. Zum einen kommt es daher, dass wir natürlich in Oliv absolut flexibel einsetzbar sind. Wir können für die NATO-Armee, für die wir arbeiten, irgendeine andere NATO-Armee spielen. Eventuell werfen wir uns noch eine Tarnjacke über und das ist es. Aber Oliv ist neutral, das kann gut und böse bespielt werden. Zum anderen ist es ja so, da ich ja in der Regel im zivilen Bereich trainiere, also von irgendeinem Bauer eine Wiese, ein Waldstück oder dergleichen habe und das dann immer ordnungsgemäß bei der lokalen Polizei und Gemeinde dann auch anmelde, dass Gemeinden eben mir auch signalisiert hat, naja, Tarn ist nicht ganz so gut, es sieht so militärisch aus und wie wir ja vorher schon gesagt haben, ich habe auch bewusst alles amerikanisiert, um auf keinen Fall in die braune Ecke gedrückt zu werden, war dann eben die Idee zu sagen, naja, dann nehmen wir eben eine grüne, / Olive Cargohose und wir nehmen eine grüne, / Olive Outdoor-Jacke. Das ist etwas anderes, weil in der Regel der Durchschnittsbürger ja Flecktarn oder Tarn in irgendeiner Form natürlich immer mit Militär verbindet. Reines Oliv ist dann irgendwas Outdoor, kann so ein bisschen Survival sein oder wie auch immer und das sind wir dann auf der sicheren Seite. Warum ich die Menschen komplett damit ausstatte, ist natürlich auch das, dass ich sage, die Ausrüstung darf kein Hinderungsgrund sein. Zum anderen ist es für mich auch so, dass ich so ein bisschen diese Gear-Bitches auch ausbremsen muss, weil es bringt mir nichts, wenn jemand sagt, ich habe eine total geile 300-Euro-Hose, mit der ich loslege, sage, ja, aber jetzt rein in den Dreck. Ja, aber nicht mit der Hose. Sag, ja, das funktioniert dann nicht. Dann sage ich, okay, dann nimm meine 30, 40 Euro Hose. Wenn die nachher zerrissen ist, dann ist es halt so. Das geht auf meine Kappe und damit kann ich das sicherstellen. Zum anderen ist es auch so, dass ich nicht nur sicherstellen kann, dass die Farbe da ist, sondern dass auch das Equipment da ist. Man sieht bei uns auf der Homepage, es gibt eine Packliste, die ist auch streng vorgeschrieben, die ist auch einzuhalten. Aber alles, was äußere Schicht angeht, also Hut, Jacke, Hose, Gürtel, Einsatzweste, Rucksack, Schlafsack, Isomatte, Poncho, Regenjacke, Regenhose, wird alles von mir gestellt. Kann man sich leihen und in der Regel ist es oft so, dass Menschen, die das erste Mal zu mir kommen, die Leihausrüstung nehmen und danach sich peu à peu so ihre eigene Ausrüstung kaufen, weil wir kennen das, ja, ich möchte auf der Jacke dann doch hier noch ein Flat haben und ich möchte da noch ein Täschchen haben und an der Hose muss hier noch das und jenes dran sein, kann jeder gerne machen, Grundregel ist kein Tarnmuster und alles dann in Oliv und das Ganze funktioniert dann so. Aber danke für deine Worte, ja, es ist schön, wenn das jemand mal wertzuschätzen weiß, weil ein komplettes Platoon, / einen militärischen Zug mit 30 plus Versorgungselemente, Logistik da gleich noch auszustatten, das ist natürlich ein erheblicher Kostenfaktor. Das ist absolut richtig und du hast ja nicht nur, also das sind 30 bis 40, also du kannst fast 50 Personen, kannst du ausstatten komplett mit allem, was nötig ist und ich bin eine solche Gearbitch, das denke ich mal ist allen bekannt, aber was natürlich auch logisch ist, ich kann keine UFPRO-Hose oder eine Cry-Precision-Hose tragen für 500 Euro und dann sagen, nee du, da lege ich mich jetzt nicht hin, weil dann wird meine Hose dreckig. Das funktioniert natürlich nicht, also wenn, dann hole ich mir diese Ausrüstung, dann nutze ich diese auch und solche Sachen, gerade in dem Business oder in dem Bereich, wo wir dann auch tätig sind,
dann ist das halt, das sind Verbrauchsmaterialien, das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Aber du hast ja nicht nur die Klamotten oder die Ausrüstung, du hast Waffen, du hast Fahrzeuge, ja, du hast ja eigentlich alles. Und das ist ja ein, denke ich mal, ausschlaggebendes Verkaufsargument als, ne, von wegen, ey Leute, ihr braucht euch um gar nichts kümmern, wir kommen einfach und sind fertig. Ja, das ist vollkommen richtig. Also es gibt natürlich, sage ich mal, immer bei den Militärs, denen ich gesprochen habe, immer, sage ich mal, drei Fakultäten. Die eine Fakultät ist die, die das sehr, sehr kritisch sieht, weil sie natürlich immer so ein bisschen die Sorge hat, wenn da Zivilisten kommen, hatte ich ja vorher schon gesagt, da sind nicht wirklich viele Zivilisten bei uns und die, die dabei sind, sind handverlesen. Aber ich habe zwei Fakultäten, die dem Ganzen positiv gegenüberstehen. Und das eine sind diejenigen, die einfach sagen, wow, der Scotty kann mit seiner TAF einfach andere Bilder stellen. Wie schon gesagt, wir haben olive Uniformen, wir haben Barett, die es kaum in Europa gibt. Wir haben Abzeichen, wir haben eigene Dienstgradabzeichen. Alles natürlich Fantasie. Fake wäre falsch, weil jeder, der bei mir im Laden ist, weiß, dass man für diese Abzeichen viel schwitzen und bluten muss, um sie dann auch zu bekommen. Da wird kein einziges Abzeichen verschenkt. Wir fahren Land Rover Defender. Abgesehen von den Briten gibt es auch kaum eine europäische Armee, die die nutzt, sodass wir dort auch schon wieder ein anderes Bild haben. Und ja, wir nutzen auch Waffen. Dort ist es so, dass wir da eine Eigenkonstruktion haben. Wir nehmen also eine Schreckschusswaffe, legal auf dem Markt erhältlich, packen die in eine Metallkassette. Und diese Metallkassette kann natürlich, wenn man eine Ostbedrohung annimmt, das kann eine Kalaschnikow sein. Wir haben auch verschiedene Maschinengewehrtypen, die wir dort darstellen können, indem immer diese Schreckschusspistole auf dem Übgelände erst mit der Metallkassette zusammengeführt wird, danach wieder getrennt wird und dann separat eingesetzt werden kann. Das ist die eine Fakultät, die einfach sagt, wow, das sind mal andere Bilder, die wir haben. Und da möchte ich auch noch mal kurz auf den Punkt eingehen, den du vorher gesagt hattest. Ja, das ist es natürlich dann auch so, wenn eine Kompanie sich zum Beispiel auf den Auslandeinsatz vorbereitet, dann müsste die aus den 100 Leuten 30 ausschwitzen, die Feinkommando machen. Nein, diese Kompanie mit 100 Männern und Frauen kann als Ganzes trainieren, weil wir dementsprechend den Gegner mit 30, 40, 50 Orks, wie ich sie nenne, dann auch dementsprechend dann agieren können. Die zweite Fangemeinde ist die, die einfach dieses rundum sorglos All-Inclusive-Paket sehr, sehr mag, weil es sind meine Leute, meine Verpflegung, meine Waffen, meine Munition, meine Fahrzeuge, mein Sprit. Natürlich wird das alles verpreist und natürlich muss das alles in diesem Rundum-Sorglos-Paket drin sein. Aber ähnlich wie man einen All-Inclusive-Urlaub buchen kann, dementsprechend ein paar Euro mehr drauflegt, ist es bei uns auch so. Alles, was ich letztendlich brauche, ist dann eigentlich nur ein Gelände, an dem ich unterziehen kann, sei es Übhäuser, sei es ein Biwakplatz, sei es eine Scheune, eine Turnhalle, wie auch immer, in dem ich meine Mannschaft und Frauschaft dann dementsprechend unterbringen kann. Und ich brauche eine 3-Alpha, eine klare Befehlsausgabe, was wir wann wo tun sollen. Und das können entweder Bestimmungen von Einzelevents zu bestimmten Uhrzeiten sein oder wir bekommen die freie Jagd im Sinne von Scotty, das ist der Quadrant, in dem du dich bewegen kannst und alles, was die falsche Uniform trägt, wird angegriffen. Das bedeutet, wenn jetzt Personen sich für die TAF interessieren, welchen Weg haben die Personen zu gehen? Und die Problematik ist natürlich auch, ganz viele Menschen kommen auf deine Homepage, ganz viele Menschen sehen das auf Social Media. Die wissen erstmal im ersten Moment gar nicht, was erwartet mich, worauf muss ich mich gefasst machen. Ja, weil du weißt selber, Biwak hört sich erstmal interessant an, Camping, dann hat der eine seinen Feuerstahl dabei, der andere will sein Tarp ausbreiten, der andere will sein kleines, seine Hängematte aufhängen und was nicht noch alles. Na, die denken sich dann, hey, das wird mal ein ganz cooler Campingtrip mit ein bisschen Action, super geil. Was man auch nicht vergessen darf, Handys werden einkassiert. Ja, hier Film- und Fotografierverbot. Damit schreckst du natürlich auch die meisten ab. Nicht die meisten, viele, die natürlich Heldenbilder haben wollen, die dann Instagram-Stories machen wollen. Wie entgegnest du oder was entgegnest du diesen Menschen? Ja, zu deiner ersten Frage einzugehen, die Vorgehensweise. Also erster wichtiger Punkt ist bei uns auf die Homepage zu gehen und dort sich auch anzumelden. Das geht relativ easy, einfach kurz online so ein bisschen den Lebenslauf eingeben, die militärische, polizeiliche oder wie auch immer Vorerfahrung durchgeben, anklicken, für was ihr euch interessiert, ob ihr sagen wollt, okay, ich will Trooper werden, einfach als Indianer kämpfen, ich will Häuptling werden, was nochmal eine spezielle Ausbildung ist, oder die Menschen, die sagen, naja, körperlich bin ich gerade nicht ganz so fit, dann haben wir auch noch Fahrer und Logistikelemente und. Da noch ein paar Kreuze setzen und das Ding einfach absenden und dann schlägt es bei mir auf. Wenn es bei mir aufschlägt, dann kommen wir zu Schritt 2. Schritt 2 ist dann so, dass wir sagen, es geht natürlich nicht ohne Papierkrieg und genau mit diesem Papierkrieg sortieren wir natürlich auch aus. Erster wichtiger Punkt ist ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, nicht nur Führungszeugnis, sondern erweitertes polizeiliches Führungszeug, das jeder abliefern muss.
Das ist ein No-Go-Kriterium, wenn das nicht geliefert wird. Das muss nicht zwangsläufig immer hundertprozentig clean sein. Da halte ich es ein bisschen wie die Fremdenlegion. Sag mir, was ihr verbockt habt, und dann können wir darüber reden, ob wir das dem Kunden dementsprechend verkauft kriegen. Kann sich jeder vorstellen. Es gibt Dinge, die absolut nicht gehen. Es gibt aber Dinge, wo man sagen kann, jo, das ist, geht vielleicht so ein bisschen als Jugendsünde durch. Und dann kann man trotzdem teilnehmen. Da sind auch dann Verpflichtungserklärungen dabei, einfach zu erklären, dass keine Straftat anhängig ist. Da geht es darum, dass man keinen verfassungsfeindlichen Organen angehört und, und. All diese Dinge müssen nicht nur für uns, sondern auch für den Kunden dementsprechend ausgefüllt werden. Das war Schritt 2. Schritt 3 ist dann, bei uns in das Auswahlverfahren zu gehen. Und viele sagen mir, naja, sogar einige Feldwebel, die ich kenne, sagen, Scotty, du kennst mich aus der Bundeswehr und dann ist doch alles ganz easy. Ich bin doch Panzergrenadier, Fallschirmjäger, Jäger, Gebirgsjäger. Sage ich, ja, schön, aber ich weiß nicht, ob das bei mir funktioniert. Weil wenn du den Oberst Stahl triffst, ja, dann unterliegen wir beide dem Soldatengesetz und jeder weiß, was passiert, wenn du deine Befehle nicht befolgst. Im Gelände ist es letztendlich so, bei der Tigerland Action Force kann mir jeder jederzeit sagen, Scott, ich habe keinen Bock mehr und gehe zum Parkplatz. Ich habe also einen Tag, einen einzigen Tag, und das ist jeder erste Samstag im Monat. Wir werden dieses Jahr jetzt in den folgenden Monaten in Hamburg einen Event durchführen, in Hessen und in Bayern, sodass eigentlich jeder eine für sich fahrbare Entfernung dann hat. Und auf diesem Auswahlverfahren werden 3 Dinge getestet. Thema Nummer 1 ist Disziplin, weil es genau darum geht, dass ich sage, ich kann da einen ehemaligen aktiven Soldaten haben, aber ich muss wissen, funktioniert der in einer anderen Uniform, bei der Tigerland Action Force, die ja in Anführungszeichen nur ein Fantasiegebilde ist, vor meinen Instruktoren und vor mir, kann er sich selber zusammenreißen in dieser extremen Belastung. Diese extreme Belastung heißt sehr, sehr viele Läufe, sehr, sehr viele Liegestützen, die wir nicht machen, um Menschen unnötig zu plagen, sondern einfach zu sehen, wir bringen jeden, egal wie sportlich fit er ist, an seine Leistungsgrenze und macht er dann noch weiter. Folgt er dem Motto der Tigerland Action Force, suck it up and keep going, für alle die, für die das Chinesisch nicht so gut ist, zu sagen, okay, egal was das Leben, die Instructor, der Gegner später auf uns wirft, ich kann es schlucken, ich kann es wegpacken und ich mache einfach weiter, ich halte einfach durch. Das ist die Thematik Nummer 1, Disziplin. Die Thematik Nummer 2 ist Teamwork, und das erklärt sich aus dem, was ich vorher schon gesagt habe. Wir haben da keine homogene Masse, indem ich sage, das sind lauter 20- bis 25-jährige aktive Soldaten, sondern wir haben jung und alt, wir haben Männer, wir haben Frauen. Ja, wir haben Schwule bei uns in der Mannschaft, ja, wir haben Transgender bei uns in der Mannschaft. Ich habe Menschen, die unterschiedlich gut Deutsch sprechen, die unterschiedliche Pässe haben, die unterschiedlichen Hintergrund haben. Ich habe Ex-NVA-Soldaten, ich habe Angehörige anderer Streitkräfte, ich habe aktive Soldaten, ich habe Polizisten, da ist unterschiedlichstes Level da, und mit diesen Menschen muss ich zusammenarbeiten können. Wenn irgendeiner mit einer der genannten Personengruppen dann ein Problem hat, dann ist er auch nicht richtig bei uns, weil der Kamerad, die Kameradin an der Seite, Kollege, Kollegin, wie auch immer man das nennt, den Org, wie wir es nennen, geschlechtsneutral, mit dem muss ich können, weil wir können uns keine Diskussion im Gelände später leisten zu sagen, weil ich den oder jenen nicht mag. Das war Punkt Nummer 2, und Punkt Nummer 3 ist die Loyalität. Die Menschen müssen mit mir können. Wir haben unterschiedliche Squadleader, Teamleiter, Gruppenführer, wie auch immer man die nennt. Bei uns ist der Squadleader. Die wechseln, die Instructor wechseln, die Assistant Squadleader wechseln. Aber der Platoonleader, der Chief in dem Laden bin ich. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, teilzunehmen innerhalb der Tigerland Explorers, musst du mit mir klarkommen und die Chemie muss stimmen. Genauso muss ich prüfen, will ich mit demjenigen dann auch zusammenarbeiten. Und es muss einfach ganz klar sein, und danke, dass du das angesprochen hast, das ist kein leichter Campingausflug. Das ist kein Mudrun, den man dann einfach mal macht, um danach wieder in die Dusche zu gehen. Ja, unser Auswahlverfahren schon. Das beginnt samstags um 9 Uhr und hört samstags um 18 Uhr auf und dann seid ihr wieder beim Parkplatz. Aber wenn ich in einem Kundenauftrag bin, der wie unser nächster Kundenauftrag 10 Tage geht, dann haben wir keine Dusche, dann haben wir kein Bett, dann haben wir keine hygienischen Maßnahmen, wir haben kein Entertainment. Und ja, wir sammeln die Handys ein. Die Handys gibt es bei uns nicht, aus dem einfachen Grund, militärisch leicht zu erklären, wir können über die Handys aufgeklärt werden und würden somit ein klares Atomziel bilden, auf das man mal locker die Artillerie ansetzen kann. Und zum anderen ist es so, dass ich die Thematik OPSEC, also die Sicherheit, auch ganz ernst nehme. Es ist für mich so, dass ich sage, da soll sich keiner von uns ausnehmen, und auch von mir gibt es Millionen Bilder und Filme im Internet. Mal schnell ein Bild gemacht vor dem Kasernentor, mal schnell ein Bild gemacht vor einem offensichtlich deutlich erkennbaren, markanten Punkt im Gelände, und die ganze Sicherheit ist hinüber, weil damit jeder weiß, wo wir im Einsatz waren, was wir gemacht haben. Und das ist natürlich unseren Kunden, den NATO-Armeen, sehr, sehr wichtig. Ja, wir arbeiten für die. Ja, die stehen auch zu uns, aber das muss kein Mensch was angehen. Und ich habe im Internet genug Shitstorm bekommen über Leute, die sagen, ja, das kann alles nicht echt sein, das kann alles fake, das ist alles nur fake und
und so weiter, weil er erzählt ja nicht, wo er auf Übung ist. Das werde ich auch nie erzählen, weil selbst diejenigen, die bei mir teilnehmen, meine Orks, erst sehr, sehr kurzfristig vorher erfahren, wo es hingeht. Weil die Gefahr riesengroß ist, dass irgendjemand anderem plötzlich irgendwas meint, erzählen zu müssen. Und deswegen ist ja auch die Verschwiegenheitserklärung, die unterschrieben werden müssen, in mehrfacher Form. Weil offensichtlich, wenn einer zu viel darüber redet und plötzlich seine Traumform in die Ecke kommt und sich 3, 4 attraktive Frauen plötzlich für ihn interessieren, obwohl er vielleicht nicht gerade eine Modelfigur hat, dann mag es nicht daran liegen, weil du so gut aussiehst, sondern vielleicht daran liegen, dass du etwas weißt, was sich unter Umständen ein ausländischer Geheimdienst sehr dafür interessieren könnte. Und abgesehen davon ist einfach nicht. Es muss einfach jedem klar sein, es geht nicht um Bilder, es geht nicht darum zu posen, es geht nicht darum toll auszusehen, es geht darum einen Event, ein Erlebnis zu haben. Und all diejenigen, die dabei waren, so wie du selbst auch, wissen, was das für ein immenser Event war, auch wenn er nicht immer schön war, auch wenn es Durststrecken gab, weil es ist nicht Hollywood. Es ist kein Film, der dort abläuft, wo 1,5 Stunden Entertainment ist oder eine Serie, in der 40 Minuten aneinander getackert werden, wo ständig etwas passiert. Es ist kein Computerspiel, wo alle 2 Sekunden ein Gegner um die Ecke kommt, sondern wir sind Enabler. Wir machen es möglich, dass die Truppe Blau, egal wer der Kunde ist, der uns bucht, mit uns am besten trainieren kann. Ja, Gnade Gott, wenn man uns von der Leine lässt, dann werden wir dementsprechend auch losschlagen. Aber wenn die Schiedsrichter sagen Stopp, dann ist auch Stopp. Weil dazu sind wir eingekauft und dazu haben wir diese massive Erlebniswelt, die wir dann auch bieten können. Genau, und ich kann euch das mit dem Handy genauso sagen, wie es ist. Und jeder weiß, ich bin sehr Social Media affin. Aber auch mir war es möglich, 7 Tage auf mein Handy zu verzichten. Außer einen Tag, da war ich auf einer Gerichtsverhandlung. Da kam ich nochmal kurz raus in die freie Welt. Aber auch für mich war es möglich und es war auch mal wieder nett, einfach auf das Handy auch zu verzichten, so dieses Phantomvibrieren in der Hosentasche zu spüren oder wenn man dann mal saß, man kam ins Gespräch, man beschäftigte sich mit seiner Umwelt, mit den Leuten, mit denen man da zu tun hat, man lernte die auch kennen und man hat nicht am Feuer gesessen und der erste Griff war, oh, Beintasche, wo ist mein Handy? Ja, ist am Anfang passiert, aber es wurde dann auch immer weniger. Aber dennoch ist es natürlich so, durch die ganzen Maßnahmen, durch diese ganze auch wirklich extremen Erfahrungen bilden sich Teams. Und das ist, denke ich mal, auch ein Vorteil, den die TAF hat. Du bringst sie an wirklich so, also ins Extreme, körperliche Belastung, geistige Belastung. Du bringst sie wirklich an den Rand. Und das bildet natürlich dann auch Teams, die dir dann auch die Loyalität geben, die du haben möchtest, für die Sachen, die du starten möchtest in der Zukunft. Ja, vollkommen richtig. Es ist natürlich so, dass ich sage, man kann natürlich nett mal zusammen mit jemandem was unternehmen, dann entsteht ein vielleicht gewisses kollegiales Gefühl. Aber wenn ich eben draußen bin und sage, okay, um es jetzt hart auszudrücken, aber wir schlafen in der Scheiße, wir essen in der Scheiße, wir kämpfen in der Scheiße, es gibt keine Dusche, ich kann nicht eben mal Pause machen aus der Geschichte raus. Es kann jederzeit passieren, dass ein Schiedsrichter auf der Plan fährt und sagt, okay Scott, ich brauche mal dich mit 20 Leuten und 3 Fahrzeugen, ich starte mal hier einen Angriff, zieh mal durch. Du weißt, von was ich rede, Dennis, du hast es selber erlebt, genauso ist es passiert. Und natürlich rutscht man dann natürlich an den Mann und die Frau, die links und rechts vor einem steht, intensiv ran und hat einen ganz anderen Erlebniswert natürlich, als man das hat, wenn man jetzt irgendwo solo unterwegs ist oder gar wie wenn es an einem Computerspiel hat. Ja, es ist unangenehm, ja, es tut weh und ich bin sicher, einige haben mir das auch erzählt, was sie alles noch ihre Wunden lecken müssen. Da ist eine riesige Sammelsurium an blauen Flecken, da ist eine Sammelsurium an Mückenstichen, die wir dort haben, da sind zerrissene Ausrüstungsgegenstände, da ist beim einen oder anderen vielleicht Sonnenbrand oder wie auch immer. Das sind alles Dinge, die natürlich erstmal verdaut werden müssen und jeder, der mir sagt, ja, am nächsten Tag konnte er schon voll mit dem Sport loslegen, naja, letztendlich braucht jeder einfach mal ein bisschen eine Ruhezeit, um da einfach wieder auf die Reihe zu kommen, weil wir schlafen nicht richtig. Wir haben natürlich nicht die ausgewogene Ernährung, die wir jetzt so gewohnt sind. Wir haben einen anderen Stressfaktor, eine andere Belastung. Allein schon, weil wir auf einem Gefechtsfeld stehen, an dem ständig irgendetwas passieren kann. Wir sind 24/7 überwacht auf den Computerschirmen zu sehen. Wir haben Drohnen in der Luft, die uns ausspähen. Man ist da ständig gefordert und das muss auch jedem klar sein. Und das betone ich einfach nochmal. Es ist was anderes, als einfach nur einen Tag mal Fun haben oder, also ohne jemand zu nahe zu treten, aber Paintball und Airsoftler, für euch ist es einfach so, dass ihr habt vielleicht auch mal eine Nacht draußen, aber nicht eine Woche draußen. Das ist eine Geschichte, wo ich sage, ja, das muss man auch können, das muss man auch wollen, weil die Packliste ist vorgeschrieben und da ist eine Isomatte drin. Vielleicht könnt ihr noch eine Luftmatratze mitnehmen, aber ihr müsst darauf eingestellt sein, auch alles zu tragen. Es muss auch jedem Soldaten und Polizisten klar sein, ich bin nicht in einem Camp,
aus dem ich rausgehe, mal einen Einsatz mache, komme zurück und dusche und mache dann Pause. Wir sind permanent im Einsatz, die ganze Zeit ununterbrochen. Und das ist eine Welt, die ich realisieren muss, mit der ich leben muss. Auch für viele Soldaten ist es ungewohnt. Wir haben mit Masse inzwischen auf der Welt Einsatzarmeen, die ins Ausland verlegen, in irgendeinem Camp sind, in dem es vom Stracciatella bis zum Kirscheis dann letztendlich alles gibt. Immer eine warme Dusche da ist, auch wenn die Duschzeiten vielleicht reglementiert sind, in denen ich geregelt Sport machen kann, ein Gym habe und gehe aus diesem Camp in den Einsatz raus. Wir haben Polizisten, die natürlich irgendwo untergebracht sind und dann für einen harten Einsatz rausgehen, aber alle kommen wieder zurück. Wir haben keines dieser Zurückkommen. Wir haben vielleicht, und das wissen wir, du warst ja auch dabei, wir haben drei verschiedene Städte gehabt, in denen wir untergebracht waren, Städten gehabt, in denen wir untergebracht waren, Übhäuser, irgendwo eine kleine Fläche. Da wussten wir nie, wo sind wir die nächste Nacht. Und wir sind immer draußen. Und ich habe das auch sehr schön beschrieben, denke ich, mit diesem Satz, dass ich sage, einer, der neu dazu kam, dem hat immer etwas gefehlt. Man konnte ihn deutlich erkennen, weil dem hat dieser Grauschleier, diese Staubschicht, diese Mischung aus Schweiß, vielleicht auch Blut, aus Staub gefehlt, die einfach auf Uniform, die überall drauf fliegt. Und das ist klebrig, das ist unangenehm. Und das muss man wollen. Aber, wie du richtig beschrieben hast, Dennis, danke dafür, die Squad, das Team und das Platoon hilft. Das war auch meine Erfahrung, weil wir hatten ja gesagt, 2014, 2015 Bootcamp. Und dann habe ich dich ja, wir haben ja auch die ein oder andere Sache in den letzten Jahren gemeinsam gemacht. Wir sind immer wieder, hatten mal länger keinen Kontakt, dann hatten wir sehr intensiven Kontakt. Und dann kam ja dieses, ey Dennis, es ist soweit, ich habe hier diesen ersten offiziellen Auftrag, das Pilotprojekt läuft. Und ich so, ey, wann? Und ich bin dabei. Konnte natürlich auch, ich genieße auch den Luxus, dass ich so meine Zeit ein bisschen planen kann, da ein bisschen flexibel bin und sagen kann, alles klar, von wann bis wann, ich bin dabei. Ich hatte einen Punkt, ne, du hattest ja mehrfach mir auch erwähnt, nach der Gerichtsverhandlung hätte ich ja auch nach Hause fahren können. Ja, ich hätte ja auch sagen können, ich nehme alles mit. Ich habe jetzt 5 Tage meinen Spaß gehabt. Ich hätte nach Hause fahren können, hätte die nächsten 2 Tage gesagt, hey, nö, ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Ich bin aber zurückgekommen und habe dieses Einschleusen wieder gemacht. Die andere Geschichte ist, ich habe dir gesagt, du, ich bin nicht in dieser Welt gewesen. Eine Selection habe ich auch nicht gemacht. Ich habe meine Bootcamp-Sachen und die auch mehr als 9 Stunden gingen. Dennoch war für mich unsicher, welche Charaktere treffe ich. Ja, wie sieht die Struktur aus? Wir haben Squadleader, wir haben Trooper, wir haben Orks, wir haben so diesen Comcom, wir haben den Logistikbereich. So dieses, es war total spannend, aber ich war sehr unsicher, was erwartet mich dort, welche Charaktere habe ich dort? Und man muss auch sagen, ich bin aus dieser behördlichen und gerade aus der militärischen Schiene seit 2008 draußen. Ja, und bei der Polizei ist es jetzt mit Befehl und Gehorsam und ne, Befehlstaktik und so nicht so weit her, ne? Es ist halt auch wieder so ein Ding, da muss man sich dran gewöhnen, zu sagen, ne, wie bei der Selection, ja, suck it up, keep going, mach das. Du wirst geführt, du wirst strikt geführt und im Gefecht dies, das, jenes. Das war cool und habe ich mich riesig drauf gefreut und nach einem Tag war auch die Aufwärmphase durch. Dann hat das Ganze funktioniert. Da muss man sich drauf einlassen können. Inwieweit, wie tief gehst du mit Bewerbern oder potenziellen Teilnehmern für die TAF, wie weit gehst du da ins Gespräch? Wie beschäftigst du dich wirklich intensiv mit den Leuten? Weil du hast zu einigen Leuten eine sehr intensive Bindung aufgebaut, weil die Personen natürlich in der TAF auch wirklich eine Art Heimat gefunden haben. Ja, es ist so, dass ich sage, wie vorher beschrieben, wenn du dich jetzt bei uns bewirbst, dann ist es letztendlich so, dass ich sage, ja, als erstes fülle ich ja mal den Bogen aus. Und das ist ja schon die erste Teil der Selection, zu sagen, was steht denn da drin? Ja, wie viel bin ich bereit, von mir preiszugeben? Wie viel fülle ich dort letztendlich aus? Und danach beginne natürlich dann, ist der Hauptkommunikationsmittel, das ich nutze, ist dann WhatsApp. Das heißt, ich gehe über WhatsApp dann auf die Teilnehmer, auf die Rekruten, wie wir sie nennen, dann zu. Und dann kommt natürlich ein riesiger Boost an Informationen. Da kommen WhatsApp-Sprachnachrichten, da kommen Filme, da kommen verschiedene Links. Und dann ist natürlich der entscheidende Punkt, wie beschäftigen sich die Leute damit? Sind wir wieder beim Thema Gearbitch. Wenn die erste Frage ist, darf ich da meine neue Spezial-Sonder- und Extra-Weste mitnehmen? Dann weiß ich auch schon, woran ich mit jemandem bin. Aber dann laufen natürlich viele Gespräche. Das geht ums polizeiliche Führungszeugnis. Da geht es um die Corona-Impfung. Dann geht es um Ausrüstung. Dann geht es um, wie läuft da, was, wann und wie auch immer. Dadurch gewinne ich natürlich schon ein gewisses Bild von den Menschen. Und viele suchen auch extra vorher nochmal das Telefonat oder eine Videokonferenz, um auch mich nochmal näher kennenzulernen. Das ist alles in Ordnung. Das machen wir gerne. Aber der entscheidende Punkt ist das Auswahlverfahren. Und da gibt es, muss ich ehrlich sagen, das ist ja schon geradezu elitär, was wir haben. Wir haben das Auswahlverfahren 156 Anfang Juni vorbereiten auf die 402, also das ist die Opfermission des Fine Commander 402, hatte ich 40 Männer und Frauen, die in den Listen standen.
Nachdem dann die Bearbeitung des Papiers und so weiter stattgefunden hat, standen kurz vor Schluss noch 14 da, am Freitag vor dem Auswahlverfahren. Und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, glaube ich, 18 dann erschienen an dem Tag selber. Also man sieht, dass das schon ein sehr, sehr starker Auslösungsprozess ist, an dem ich noch gar nichts getan habe. Sondern einfach dieser Weg innerhalb in die Tigerland Action Force trennt die Spreu vom Weizen, weil viele sich das einfach zu leicht auch vorstellen. Ich kann es verstehen, wenn jemand von euch einfach, ich bin Polizist, ich bin Security, ich bin Soldat und alles. Ja, aber nichtsdestotrotz müsst ihr bei uns einfach durch dieses Auswahlverfahren durch. Und ich habe erst gestern Telefonat oder WhatsApp-Austausch mit einem Interessenten gehabt, der sagt, ich lasse mich nicht anschreien. Sagt, ja, dann ist das nichts für dich, weil wir schreien niemanden an, um jemanden fertig zu machen, sondern wir müssen an einem Samstag einfach einmal die Menschen durchtesten und sagen, wie gehe ich mit einer Stresssituation um? Weil ich kann es mir nicht leisten, wenn ich dem Kunden verspreche, ich habe 50 Euro, dass fünf dann irgendwie sagen, ja, weil ich meinen Kaffee nicht gekriegt habe oder weil ich meine Dusche nicht gekriegt habe oder weil mich jemand angeschrien hat oder weil ich 5 Stunden nur rumsaß und keinen Angriff gemacht habe, jetzt gehe ich nach Hause. Da muss ich einfach wissen, was der Sache ist. Das Auswahlverfahren selber wird hauptsächlich durch meine Instructor durchgeführt. Da haben wir ja zum Teil 4, 5 Instructor, die das durchführen, je nachdem abhängig davon, wie groß die Gruppe der Rekruten ist. Ich suche auf diesen Aktionen auf jeden Fall mit jedem zumindest mal ein paar Minuten ein persönliches Gespräch. Aber danach geht es ja dann weiter. Wir versuchen, die Menschen auch immer dazu zu motivieren, noch in ein Mission-Training hineinzugehen. Und es zeigt sich tatsächlich, wie du es beschrieben hast, es gibt da unterschiedliche. Es gibt die einen, die sagen, Auswahlverfahren gemacht, ich komme dann zum Feindkommando wieder. Und es gibt andere, für die wird es ein Stück weg Hobby, wird es ein Stück weg Lebenseinstellung. Oder sie holen sich dort Dinge, die ihnen eben einfach fehlen. Also ich habe Menschen unter Umständen in Führungsaufgaben, die zivil einfach keine Führungsaufgabe haben. Oder umgekehrt, Menschen, die zivil eine Führungsaufgabe haben und einfach froh sind, dass sie wieder Indianer sein können. Ich habe Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, gesundheitliche meist, nicht zur Armee durften. Ich habe posttraumatische Soldaten, die bei der Armee nicht mehr so dürfen, wie sie wollen. Gut, die sagen mir, welche Trigger sie haben. Da ist dann vereinbart, dass ich denen unter Umständen einen zentriere und sie aus dem Verkehr nehme, wenn dieser Trigger läuft, wie auch immer. Das sind individuelle Absprachen. Und du siehst aus all diesen Dingen und dieses intensive Miteinander kämpfen, dieses Miteinander agieren, formt natürlich auch starke Bande, sodass es tatsächlich so ist, dass ich Menschen dort habe bei mir, die seit Jahren mich begleiten und seit Jahren dann auch unterstützen. Und das kann sich auch so artikulieren, wie du es bei dir selber beschrieben hast, das ist mal eine intensive Phase, dann flaut es vielleicht ab aufgrund dessen, dass man einfach einen Job hat, der einen sehr, sehr fordert oder eine neue Beziehung oder Hausbau oder Kinder, wie auch immer und plötzlich tauchen diese Menschen wieder auf und sagen, jetzt habe ich wieder Zeit, jetzt habe ich den Nerv. Und das ist mir auch wichtig, vielleicht mal zu sagen, niemand committet sich bei uns für ein Jahr oder wie auch immer, sondern die Menschen committen sich für das Auswahlverfahren, weil dieses Auswahlverfahren dann Mittel zum Zweck ist für dieses Feindkommando. Also wenn jetzt jemand sich konkret interessiert für das Nächste, was bei uns ansteht, im November, diese 10 Tage, die wir das Feindkommando haben, dann sucht er sich einen, der stand heute 3, vielleicht kommt noch ein 4. dazu, Auswahlverfahrentermin raus. Und das ist das ganze Commitment. Einmal Auswahlverfahren teilnehmen, Papierkrieg erledigen, dann bei uns dort teilnehmen an dem Feindkommando. Wenn danach jemand sagt, oh, jetzt brauche ich mal eine Vierteljahr Pause, dann ist es gut. Wenn jemand sagt, Scotty, ich bin dabei, ich unterstütze im nächsten Auswahlverfahren, ich bin, voraussichtlich werden wir im Februar den nächsten Feindkommandoeinsatz gleich wieder dabei, alles gut. Also es entsteht keine Bindung wie in einem Verein. Ich muss nicht dreimal im Monat trainieren und einmal im Monat auf eine Action, sondern ihr sucht euch die Action aus und committet euch dafür und alles, was dann vorgeschaltet ist, das muss alles erledigt werden. Und ein wichtiger Punkt ist, wenn wir die Missions haben oder wenn wir diese November-Aktion mit den 10 Tagen haben. Die Selection, du sagtest ja, wird laut geführt, da wird auch mal gebrüllt, da wird auch ne, Stresssituation, da wird die Person wirklich auf Herz und Nieren geprüft, körperlich sowie geistig. So kann man sich natürlich dann aber den Nachgang nicht vorstellen. Also ihr müsst euch jetzt nicht, das war ja auch so ein Ding, was einige wahrscheinlich in dem Hinterkopf haben, es ist nicht so, dass wir dann für diese Armee dann tätig sind als Feindkommando und dann wird da nur rumgebrüllt und rumgeschrien und dies und jenes und ihr macht da irgendeinen Dummfick oder Abfick. Das müssen wir hier nochmal klarstellen, ist nicht so. Ja, das ist vollkommen richtig. Natürlich, wie ich vorher beschrieben hatte, ich habe 9 Stunden, die Menschen auf Herz und Nieren zu prüfen. Das ist das Commitment, das ich will, dass Menschen einfach sagen, okay, ich laufe durch diese Testschiene durch. Dementsprechend stellen wir auch fest, nach unserem Leistungslevel ist das jemand ein Org. Also der kann mit 30 Kilo Gepäck auch 10 Kilometer joggen. Und er sagt, gerade nicht so, entweder aufgrund Lebensalter oder temporäre oder dauerhafter Einschränkungen. Ja, ich kann schon 10 Kilometer mit 20 Kilo Gepäck marschieren, aber nicht joggen. Oder jemand sagt, Scotty, im Moment gerade Rücken, Knie oder wie immer, ich arbeite für dich als Fahrer oder im Logistikelement dann. So, dementsprechend läuft das Auswahlverfahren. Und ja, ich bin auch ein großer Fan dieses Spruchs, train as you fight, fight as you train. Aber letztendlich kämpfen wir
weniger hart, als wir trainieren. Das Auswahlverfahren ist eben, ich sage immer so, alle Scheiße, die ich auf einen Rekruten werfen kann, um ihn einmal unter Druck zu testen. Und da unterscheiden wir natürlich, wenn ich einen 55-Jährigen habe, der sich das Ganze antut, oder einen 25-Jährigen, womöglich noch aktiven Soldaten, die führe ich beide an ihre Grenzen. Aber der 55-Jährige weiß in der Regel schneller, Beine schulterbreit, Hände auf den Rücken, Blick frei zum Horizont und einfach mal Fresse halten. Das hat der schneller drauf als der 25-Jährige, der dann eben mehr Liegestützen macht, mehr läuft. Aber die Feinkommandos selber sind natürlich auch, da sind wir jetzt abhängig vom Kunden, das ist gesteuert von den Ausbildungsleitern, das ist gesteuert vom Projektoffizier, das ist gesteuert von den Schiedsrichtern. Und die Schiedsrichter sagen, was wir dort machen sollen. Die einzige Brüllen, das dort ist im Zuge des Gefechtslärmes, um eben das Gefechtslärm zu übertönen. So, wenn ich selber mein Platoon führe, ist die Kommunikation zu den Squadleadern entweder über Funk oder eben analog. Genauso müssen die Squadleader dann ihre Indianer dementsprechend führen, aber das ist natürlich eine andere Welt. Das lässt sich ein bisschen und daran lehnen wir uns ja an. Wir lehnen uns so ein bisschen an, würde mich nie mit vergleichen, aber so ein bisschen angelehnt sind wir natürlich an die US Marines, an ihr Bootcamp und ein bisschen an die Auswahlverfahren Spezialkräfte dergleichen. Vielleicht für diejenigen, die aus der Bundeswehr kommen, auch so ein bisschen Elemente des Einzelkämpferlehrgangs. Niemand, der den Einzelkämpferlehrgang macht, hat die Elemente des Einzelkämpferlehrgangs permanent im regulären Dienst. Weil im regulären Dienst stehen andere Dinge an. So lässt sich es vielleicht vergleichen. Ausnahmesituation einer Grundausbildung, eines Auswahlverfahrens und danach der reguläre Gefechtsbetrieb, um das einfach mal so zu nennen. Da der aber anstrengend ist, viel mit Hitze, mit Kälte, mit körperlicher Belastung, mit schmerzenden Beinen, mit schmerzenden Schultern zu tun hat, mit viel Gefechtslärm zu tun hat, simulieren wir einfach nur im Auswahlverfahren ein wesentlich lauteres, intensiveres, stressigeres Milieu, als es dann tatsächlich auf den Feindkommandos wirklich ist. Man darf halt nicht vergessen, man ist dann wirklich über die ganzen Tage in den Kleidungen. Das heißt, Stiefel tragen. Ne? Also viele haben es gar nicht mehr on top. Wie ist es, wenn ich Tag und Nacht, oder na, Tag und Nacht, aber wenn ich wirklich 12, 13 Stunden Stiefel anhabe, die was wiegen. Ich habe eine Weste, ich habe eine Waffe, die ich transportieren muss. Ich habe einen Rucksack eventuell, ein Daypack eventuell. Also die Schultern, die Körper. Also man weiß einfach, wenn man das lange nicht mehr gemacht hat, welche Regionen hier beansprucht werden und welche Muskelgruppen hier beansprucht werden, die man im Täglichen, auch als Polizist oder whatever, nicht beansprucht. Also man merkt da auf einmal Körperpartien, auch in einem gewissen Alter, die man halt so nicht mehr spürt. Da muss man sich drauf einlassen können. Ja, und da ist nichts mit, ich hau mir mal 3 Ibos am Tag rein, damit ich das hier durchhalte. Auch Kaffee gibt es in Pulverform. Ne? Verpflegung können wir ja gleich nochmal besprechen. Aber da ist nichts mit, ich fahre mal kurz zum Bäcker oder mach mal hier irgendwie zur Tankstelle oder so. Ich habe dort meine Verpflegung und alles, was ich in meinem Rucksack habe und in meinem Daypack habe, reicht für den kompletten Zeitraum, den man geplant und gebucht ist. Das, denke ich mal, ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ein Glanzmoment in den 7 Tagen, die auch dich zum Grinsen gebracht haben, ist, du musst den Kunden natürlich auch überzeugen, einmal von den Fähigkeiten, was kann man tun? Und das hat man auch über den Zeitlauf im Zeitraum gemerkt. Am Anfang so, okay, alles klar, wer ist das eigentlich? Was können die? Mit den Tagen hat man dann gemerkt, hey, die haben gemerkt, okay, hier ist Qualität auf dem Platz, wir können die nutzen und es wurde auch dann immer mehr. Aber man muss natürlich auch nicht nur die Optik verkaufen, man muss auch sagen, wer steckt denn da drin? Und als dann der Moment kam, als wir angetreten waren und du dann gesagt hast, hey, XY mal bitte vortreten, kannst du ja gerne selber nochmal erzählen, die Blicke, die dann kamen, wie war die Situation? Ja. Ja, wir hatten dieses Mal, kam die Bitte an uns herangetragen, wir sollten eine sogenannte Demo machen, also eine Demonstration, um einfach zu sagen, was wir können. Wir haben dann simuliert eine Mörserstellung, in der auch noch Strela-Raketen lagen, also ein lohnenswertes Ziel, und haben dann quasi oldschool frontal bindend und umfassend dann die eigenen Truppen dann angegriffen. Das kam sehr, sehr gut. Da kam kein einziger blöder Witz, da kam nichts. Da war einfach von den Dutzend Offiziere und Unteroffiziere, der waren anerkennende Blicke und Kopfnicken. Und zum Schluss, die Anekdote, auf die du anspielst, war die, dass ich gesagt habe, ich bitte mal alle aktiven ehemaligen Soldaten und Polizisten einen Schritt vortreten. Und dann war plötzlich, ah ja, klar, weil eigentlich nur noch eine Handvoll Zivilisten übrig blieb und der Rest waren alles ehemalige oder aktive, in denen natürlich klar ist, da kommt die Expertise auch her. Und auch da vielleicht noch eine rechtliche Komponente anzusprechen, weil viele ja sagen, ja, Moment, das kann ich ja gar nicht, das darf ich ja gar nicht als Soldat oder Polizist. Doch, darf man. Entweder habt ihr ein Gewerbe angemeldet und habt das eben dementsprechend auch bei eurem Dienstherrn kundgetan. Und dann könnt ihr mir natürlich Rechnung stellen. Wenn dem nicht so ist, dann arbeitet ihr ehrenamtlich für mich und wir vergüten dann über ein Bonussystem, Tankgutscheine oder dergleichen mehr. Das ist schon wichtig. Ja, aber auch nochmal 2 Punkte anzusprechen, die du auch gerade
noch angesprochen hast, ja, ich vergleiche das so ein bisschen, und da können die alten Krieger so ein bisschen mitdenken, so die Zeit des Kalten Krieges. Also wenn man davon ausgegangen ist, in Europa ist Krieg, dann habe ich eben wenig Versorgungspunkte und dann hat der Soldat die Stiefel an, die er eben anhat. Beispiel immer die Stiefeldiskussion, die es in vielen Armeen gibt. Ja, im Sommer ist er eigentlich zu heiß, im Winter ist er zu kalt. Muss er ja sein, weil wir nicht davon ausgehen können, wie zum Beispiel unsere amerikanischen Freunde, die haben ja für alles einen Stiefel. Die haben ja sogar einen wüsten Winterstiefel. Muss ich das mal überlegen. Das heißt ja auch, ich habe irgendwo einen Spind oder einen Seesack, wo ich ihn deponieren kann. Und das kann ich eben nicht, wenn ich permanent draußen im Gefecht bin. Ja, nimm das Beispiel Ukraine. Dort ist es auch so, dass ich sage, da mag es auch Versorgungspunkte geben. Aber die Masse von den tapferen Männern und Frauen dort ist letztendlich permanent draußen, kann nicht mal irgendwo schnell duschen gehen, sondern die haben das dabei, was sie im Rucksack haben. Und eine wichtige Ermahnung von mir immer, lasst allen Gimmick und allen Scheiß draußen, weil ihr müsst das Zeug tragen. Und jeder geht immer vor, ja, meinen Rucksack trage ich schon. Ja, aber was ist, wenn ich, weil die Truppe abgesetzt agiert, weil eure Squad unter Umständen, was wir auch hatten, separat eingesetzt wird, dann habt ihr unter Umständen Verpflegung für 3 Tage dabei. Das ist Gewicht. Ihr habt Munition für diese Zeit dabei und der größte Klopper, ihr habt Wasser für diese Zeit dabei. Eventuell Zusatzwaffen, das ist alles Gewicht. Also ich bin, was das angeht, ein Gewichtsfetischist. Ich trenne sogar die Etiketten aus den Hosen, weil das ein nutzloses Gewicht ist. Und so mit der mentalen Einstellung müsst ihr auch zur Tigerland Action Force kommen. Nicht, ach, da nehme ich noch mal was extra mit und dann nehme ich noch mal einen extra Knieschützer. Ich bin ja ein Fan davon zu sagen, ja, ich nehme mal vielleicht noch einen Pullover mit, weil es kalt werden könnte. Zusätzlich zu dem, was wir in der Packliste haben. Oder noch ein Set Unterwäsche. Aber dann hört es für mich schon auf. Wir nehmen nicht mit eine Hängematte. Wir nehmen nicht noch mal mit extra irgendwelche Luxusgegenstände, weil ihr müsst sie tragen. Und ich werde nicht akzeptieren, dass irgendjemand nach 10 Kilometern sagt, ich kann nicht mehr, weil der Luxus voll ist mit Zusatzessen, Zusatzkram, den man einfach mitnimmt. Da muss man einfach dann safe sein. Und dann noch den letzten Punkt, den du angesprochen hast, mit Fähigkeiten, die wir bringen. Ja, wir sind letztendlich bei dem letzten Feindkommando jetzt im Juli sehr, sehr stark getestet worden. Und wir sind auch getestet worden auf unsere Flexibilität. Du erinnerst dich vielleicht selber. Und das war ja ein Punkt, warum es sich auch gelohnt hat, sage ich mal, von der Gerichtsverhandlung zurückzukommen. Wir wurden mehrfach kurzfristig gefragt, Schiedsrichter fährt bei uns auch vor im Camp und sagt dann, okay, Scotty, ich brauche dich mit einer Squad und einem Fahrzeug. Wann kannst du los sein? Gib mir 20 Minuten, sagt er mir. Das Spielchen kennen wir alle, ich gebe dir 10. Er war dann doch etwas erstaunt, dass nach 10 Minuten tatsächlich meine Squad mit D-Pack, mit Waffen aufmunitioniert auf dem Fahrzeug saß und einsatzbereit war und wir schnell eingesetzt werden konnten. Und jedes Mal entsprechend den Wünschen der Schiedsrichter vor der Truppe Blau Stellung beziehen konnten und dann zum Teil Entscheidungen der Truppe Blau erzwingen konnte, die Ausbildung, die Schiedsrichter haben wollten. Was daran gegipfelt hat, dass er sie gesagt hat, nach einer Gerichtsverhandlung, als wir das gesamte Platoon eingesetzt hatten, und auch da gebe ich zu, ja, wir sind Enabler, aber ich versuche natürlich für meine Truppe auch das Maximale rauszuholen. Gewünscht waren, glaube ich, 8. Ich habe ihn dann gefragt, ob wir nicht das gesamte Platoon einsetzen können, aber abgenickt. Und wir sind mit 3 Defendern voll besetzt. Zwar militärisch, taktisch nicht gerade das Allerklügste, infanteristisch auch eine Katastrophe, aber entsprechend den Wünschen der Schiedsrichter dann einen Frontalangriff gefahren mit dem gesamten Platoon, das ja, was den Adrenalin-Level anging, was die Action-Level anging, was die Hektik-Panik bei den Schiedsrichtern anging. Da konnten wir beweisen, wie schnell wir sind. Und ich habe die Aussage eines Offiziers auch bekommen, der gesagt hat, mit meinen Streitkräften kriegen wir diese Schnelligkeit und diese Flexibilität bei der Truppe nicht hin. Und das sind natürlich Riesenkomplimente, die wir bekommen. Und das größte Kompliment, das wir bekommen haben jetzt im Juli, ist einfach auch die klare Message zu sagen, ja, Scotty, wir wollen dich wieder haben im November. So sieht's aus. Zum Abschluss. Ich denke, wir haben alle Punkte durch. Wir haben sehr viele Einblicke bekommen von dir, von mir. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Video, damit die Leute einen Einblick bekommen, damit die Leute auf deine Homepage gehen, damit die Leute auf Social Media auf dich aufmerksam werden, weil all das, was wir jetzt hier in den 60 Minuten besprochen haben, findet sich auf Social Media wieder, findet sich auf deiner Homepage wieder. Videos, Termine, all das findet man. Von daher, möchtest du zum Abschluss noch was hinzufügen, was wir jetzt nicht besprochen haben, was wir vergessen haben? Ich werde oft gefragt nach meiner Motivation, warum ich das Ganze mache. Und wir haben es vorher kurz angerissen, ich war 4 Jahre in Afghanistan und ich war nicht als Bundeswehrsoldat mit der Bundeswehr dort, sondern ich war als sogenannter Contractor mit der US Army dann dort. Und da habe ich eben gesehen, wie schlimm es ist, wenn die Ausbildung nicht gut genug ist.
Niemand ist davor gefeit, dass es ihn dort erwischt, sei es körperlich, sei es posttraumatisch oder wie auch immer, aber Ausbildung hilft. Ausbildung gibt Sicherheit. Und man kann es in meinen Augen mit Ausbildung nicht übertreiben. Ausbildung ist das A und O für mich. Deswegen ist meine Motivation natürlich an der Sache, warum mache ich die Tigerland Action Force? Der erste wichtige Punkt ist, ich möchte es schaffen, dass ich dazu beitragen kann, dass europäische Armeen, NATO-Armeen besser ausgebildet sind und die Männer und Frauen mit einem besseren Mindset dann auch in den Einsatz gehen. Und das sage ich, kann ich schaffen, indem ich einfach realistischere Feindkommando einfach bilde. Schönes Beispiel, das ich letztes Jahr aus dem Feindkommando hatte, hatte ein Schiedsrichter zu mir gesagt, das ist ganz schön unfair. Sage ich, was ist unfair? Ja, da steht ein Oberst mit seinem Piratenhaufen hier auf dem Hügel und unten steht aus einer NATO-Armee ein junger Leutnant, der gucken muss, wie er mit dieser Situation zurechtkommt. Und ich sage, was willst du? Willst du ein ordentliches Opfer, ein ordentliches Feindkommando oder willst du Clowns hier oben auf dem Hügel haben? Weil was hatten wir zum Beispiel in Afghanistan? Da standen alte Krieger auf den Hügeln, die schon die Sowjets aus dem Land geworfen haben. Und in den Tälern standen junge Leutnante aus eben diesen NATO-Armeen. Und das ist die Situation, die wir haben. Wir brauchen harte, realistische Gegner. Ausbildung, meine Motivation Nummer eins. Meine Motivation Nummer zwei, sind wir mal ganz ehrlich, ich bin jetzt inzwischen Oberst der Reserve. Ja, das hat viel mit Papier zu tun, das hat viel mit Planung zu tun. Die Bundeswehr hat sehr, sehr viel Zeit und Geld in meine Ausbildung investiert. Natürlich bin ich kein Tür und Treter mehr. Aber wenn wir alle ehrlich sind, die in die Offiziersränge oder dem auch aufgestiegen sind, was waren die wirklich coolen Zeiten? Gruppenführer und Zugführer. Vielleicht noch Kompaniechef oder ein bisschen Bataillonskommandeur. Und diese Zeiten habe ich auch sehr genossen. Ich genieße es auch jetzt wieder, Zugführer, verstärkter Zug oder Kompaniechef, verminderte Kompanie zu sein. Es macht mir Spaß. Und natürlich, muss ich ja natürlich auch ganz klar sagen, ich bin auch Geschäftsmann und da sollen auch ein paar Euro übrig bleiben. Und nach 8 Jahren für diese Idee kämpfen, nach 8 Jahren Invest, denke ich, ist es mehr als fair, dass dann auch ein bisschen Geld liegen bleibt. Das sind meine drei Motivationen. Und das Letzte, was ich euch einfach noch allen sagen möchte, wenn ihr euch jetzt Gedanken macht, ist es wirklich was für mich? Wenn ihr ein komisches Gefühl im Bauch habt, lasst es. Wenn ihr das Gefühl macht, ich weiß nicht, ob ich da so richtig bin oder wie auch immer. Ich sage es ganz deutlich. Männlein, Weiblein, schwul, homo, transgender, mir alles vollkommen egal. Den Spruch, den ich bei mir in der Truppe geprägt habe, ist ganz klar, dass ich sage, unsere Hautfarbe ist grün und das Geschlecht ist Org. Und egal, welche körperlichen Voraussetzungen die Person mitbringt, du hast Platz für jeden. Danke dir für die Ergänzung. Perfekt. In diesem Sinne hat es mich gefreut. 60 Minuten gingen rum wie nichts. Wir sehen uns ganz bald wieder. Wir bleiben in Kontakt und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen sonnigen Tag bei 48 Grad draußen. Also von daher, ich danke dir, dass du da warst. Danke dir dafür. Ideales Trainingswetter. Bis dann. Definitiv. Bis dann.